Kennen Sie dieses Meme? Oder dieses? Und das hier? Memes werden kreativ bearbeitet und im Netz geteilt. Das ist aber kein Internetphänomen. Bereits vor der Entstehung des Web hat ein Meme 5 Jahrzehnte überdauert. Wie wurde die Zeichnung eines Männchens mit großer Nase zum ersten viralen Witz der Geschichte? Während des Zweiten Weltkriegs nimmt eine Legende Gestalt an. Ein Graffiti taucht auf mysteriöse Weise überall auf. Ab der Schlacht in der Normandie 1944. Es zeigt das Gesicht eines Mannes mit großer Nase und die Worte "Kilroy was here". Magda Danis ist Galeristin und Kuratorin und stellt seit 1991 Street Art aus. Ist Kilroy das erste Tag der Geschichte? Das gab es schon viel früher, etwa in den Höhlen von Lascaux oder in Pompeji. Doch dies ist eine der ersten Darstellungen, die tatsächlich viral ging. Kilroy wird schnell zu einer urbanen Legende, zu einem Super-GI, der die Moral der US-Truppen stärkt. Denn das Graffiti eilt ihnen stets in die Kampfgebiete voraus. Es taucht auch an schwer zugänglichen Orten auf, um Spuren zu verwischen und davon abzulenken, wer Kilroy sein könnte. Existiert er überhaupt? Eine ernst gemeinte Frage. Denn in Hitlers Nazi-Deutschland glaubt man, es sei der Codename eines Spions. Und der Legende nach kam 1945 bei der Potsdamer Konferenz Stalin aus der Toilette und fragte: Wer ist Kilroy? Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Erst unter den Soldaten, dann in der populären Kultur. Wie zum Beispiel in Cartoons, der Literatur und TV-Serien. In Videospielen und in der Musik mit Iron Maiden oder Styx. Regisseur Kevin Smith hat sogar einen Horrorfilm mit der Zeichnung gemacht. Es wird, wie jedes Meme, aufgenommen, kopiert und verändert. Kilroy ist ein früher Banksy. Keiner weiß, wer er ist und warum er überall auftaucht. Von New York über Washington bis nach China hat er sein Revier markiert. Denn wirklich jeder kann ihn zeichnen, ohne ein großer Künstler zu sein. Zwei Hände, eine große Nase, Augen, drei Worte und schon hat man Kunst. Die Amerikaner haben dafür das Wort Writing verwendet. Kilroy was here war ein Schriftzug. Kunst wird es dann, wenn man eine künstlerische Absicht hineinlegt, das heißt Style Writing, und seinen eigenen Stil entwickelt. Der partizipative Ansatz hat andere Straßenkünstler inspiriert. Wie Shepard Fairey, der sein Bild von Andre the Giant verbreitet, oder Invader, der den Menschen Spiele anbietet, um seine Werke zu finden. Der US-Künstler Gary Baseman hat das als pervasive Kunst bezeichnet, also Kunst, die überall ist. Man findet sie als Aufkleber, als Plakat, als Tag oder Graffiti. Aber auch auf Konsumgütern oder in Collabs. Das ist sehr interessant und Kilroy hatte dieses System bereits verstanden. Kilroy gab es tatsächlich. Die New York Times spürte ihn 1946 auf. James J. Kilroy, ein Schiffsinspektor der Armee, der Schiffe überprüfte und signierte, bevor sie in die Welt hinausfuhren. Ob er tatsächlich der Erfinder des Memes ist, kann nicht bewiesen werden. Denn Kilroy ist überall. Er ist jeder und niemand. Wir alle sind Kilroy.